was ist? Schatz, Chaya, weg dich nicht auf. Du bist doch die Beste. Wenn Kühe keine Milch mehr geben und Hühner zu wenig Eier legen. Wenn du wüsstest, was du für ein schönes Zuhause kriegst, dann würdest du nicht weglaufen. Wenn Pferde nicht mehr geritten werden können. Die Prognose ist im Moment noch unklar. Schafft er es so, dass er wirklich wieder vernünftig in Sport kann, geritten werden kann? Dann gibt es Menschen, die ihnen ein zweites Leben schenken. Also ich würde sagen, wir starten gleich los, weil es wird sonst hell. Halb vier im Landkreis Gifhorn. Jenny Breit hat wieder Tierschützer mobilisiert. Sie wollen heute über 200 Hühner retten. Was aussieht wie eine Nacht-und-Nebel-Aktion, ist tatsächlich legal. Es ist nicht die erste Rettungsaktion für Jenny Breit. Es ist jedes Mal wieder aufregend, weil man denkt, es kann ja alles Mögliche schiefgehen, alles Mögliche kann passieren. Also erstmal überwiegt diese totale Aufregung. Ja, okay. Wollen wir? Über den Ruhestuhl vielleicht? Genau, geht mal rein und sagt mal Bescheid, wie viele noch hinterherkommen sollen erstmal. Oder ob es erstmal. Im Stall ist es komplett dunkel. Die Hühner ruhen nachts. Dadurch bekommen sie wenig von der Rettung mit und geraten nicht in Panik. Der perfekte Moment, um sie nach und nach zu befreien. Diese Hennen sind knapp ein Jahr alt. Ihr normales Schicksal, sie würden jetzt geschlachtet werden, weil ihre Legeleistung nachlässt und durch neue, junge Legehennen ersetzt. Doch das möchte Jenny mit ihrem Verein verhindern. Sie kontaktiert Landwirte und bietet an, die Hennen abzunehmen, bevor sie zum Schlachter kommen. Ich finde das total toll, dass es Landwirte gibt, die das machen. Es ist nicht selbstverständlich. Wir haben auch teilweise schon gesucht und rumgefragt, Landwirte gesucht, die uns Hühner geben würden. Und ganz viele würden es eben nicht machen. Die haben eine gewisse Berührungsangst, wenn sie hören Tierschutz, Tierschutzverein, weil sie nicht wissen, was sie erwartet. Und Gott sei Dank gibt es aber Landwirte, die sagen, mir sind die Tiere dann doch so wichtig, dass sie nicht sterben sollen nach einem Jahr Legeperiode. Die 19 Helfer müssen fertig werden, bevor es hell wird, denn dann werden die Hühner wach und laufen wild durcheinander. Ganz dünne Hühner zu dir, oder? Nee. Richtig super dünn, oder? Fühlt sich sehr dünn an. Ja, dann packen wir die in eine der Vollbüttlerboxen vielleicht einfach schon rein. Könnt ihr das machen, dieses hier? Ja, können wir machen. Dann stellen wir vielleicht hier eine Box an die Seite für die, die irgendwie ja, ein bisschen dünner sind oder so. Soll ich einfach? Ja, warte, ich packe hier mal eine Box an die Seite. Nehme ich mir nach Hause. Ja. Kommst du zu mir? Dann müssen wir vielleicht dann ein bisschen peppeln speziell. Oder findest du die normal? Nee, ne? Ja, ein bisschen dünn ist sie schon. Okay, dann hole ich jetzt die eine raus hier. In Deutschland gibt es knapp 41 Millionen Legehennen. 3.500 davon rettet Jenny jedes Jahr mit ihrem Verein Stark für Tiere. 200 sind es heute. Wir machen eine Kette, damit wir die packen jetzt 11 erstmal pro Box und dann gucken wir mal, ob wir noch welche in dein Auto packen. Das Problem ist, wir wissen jetzt gerade im Moment noch nicht genau, wie viele noch im Stall sind. Und wir versuchen, die natürlich so zu packen, dass sie trotzdem noch luftig reisen können. Und jetzt schauen wir einfach mal, weil es sind jetzt die letzten Hühner, die hier jetzt noch rauskommen. Zählt ihr mit? Dann haben sie es geschafft. Alle Hühner sind draußen. 9 mehr als erwartet. Jenny ist eigentlich Grundschullehrerin, setzt sich aber in jeder freien Minute für den Tierschutz ein. Peter, kannst du mir noch mal helfen? Ich krieg die Box wieder nicht zu. Gut, wir haben es geschafft. Das letzte Huhn ist ausgestallt. Super, super in der Zeit auch. Genauso getaktet, wie wir es geplant haben. Die Tiere kommen in die Privatautos und werden alle zu Jenny auf den Hof gebracht. Sie hat vorher im Internet und in der Zeitung nach neuen Besitzern gesucht. Man hofft natürlich immer, dass die Abnehmer pünktlich sind und dass auch wirklich alle kommen. Es hat das immer geklappt. Es war nie, dass uns jemand hängen lassen hat. Und ich hoffe, dass das heute auch so ist und wirklich alle kommen und die Hühner abholen. Deshalb so ein bisschen Anspannung ist immer noch da.
Auch auf diesem Hof in Bad Gandersheim erhalten Tiere eine zweite Chance. Pferde. Die beiden, die jetzt kommen, haben gesundheitliche Probleme. Die Besitzerin bringt sie deshalb auf den Eterna-Hof von Kirsten Steinau. Ja. Hallo. Herzlich willkommen, ich bin Kirsten. Ja, Sabrina, hallo. Die beiden Pferde sind auf Turnieren gestartet, doch jetzt brauchen sie eine Reha. Braucht ihr Hilfe dabei oder schafft ihr das am besten zusammen? Das geht, glaube ich. Ja? Ah. Er hat einen Anstrich, das hat er. Langsam. Oh. Stute Fürstin frisst seit Monaten schlecht, wurde immer dünner. Langsam. Besitzerin Sabrina Schröer hofft, dass sich ihr Pferd langsam bei Kirsten erholen und wieder zunehmen kann. Ist das okay, wenn die direkt nebeneinander stehen, die Beine? Das gilt auch für Wallach Dynamit. Er lässt sich nur noch schlecht reiten. Eine Nutzung als Sportpferd kommt bei ihm gerade nicht in Frage. Vorne links fing es an, leicht lahm zu laufen. Dann war ich beim Tierarzt. Da haben wir festgestellt, ja, schwierig zu erklären. Ich sag mal, ungefähr so wie Osteoporose. So der Knochen hat sich ganz leicht angefangen, ein bisschen aufzulösen. Es braucht jetzt Zeit, 3 bis 6 Monate. Und dann muss man gucken. Also die Prognose ist im Moment noch unklar. Schafft er ist so, dass er wirklich wieder vernünftig in Sport kann, geritten werden kann, oder bleibt er halt Freizeitpferd oder sogar auch nur Beistellpferd. Die beiden Pferde sollen auf dem Hof von Kirsten wieder fit werden. Dafür hat sie ein spezielles Konzept. Das Besondere an unserem Hof ist, dass wir die Pferde nur im Krankheitsfall in Boxen halten und dann auch in speziellen großen Paddock-Boxen. Kirstens Idee? Die Pferde leben auf einem großen Gelände mit einem Rundweg. Dort sollen sie sich die meiste Zeit frei bewegen. Und ihr Fressen und Wasser selbst suchen. So sind sie täglich bis zu 15 Kilometer unterwegs. Kirsten glaubt, das Reiten wird nie ganz aufhören. Doch wenn Pferde genutzt werden, soll es ihnen dabei zumindest gut gehen. Deswegen sollen sie bei ihr so leben, wie sie es auch in freier Wildbahn machen würden. Das ist eine Steppe, die wir im Prinzip imitieren für die Pferde. Wie man hier schon sehen kann, laufen die da Pfade rein, sodass sie sich bewegen können wie in der Steppe mit unterschiedlichen Untergründen. Hier beispielsweise ist es noch ein bisschen Restgras, an dem sie knabbern können. Diesen Teil des Rundwegs benutzen sie meistens mehr im Sommer. Kirsten hat sich zum Aufbau des Rundweges viele Gedanken gemacht. Dazu gehört auch, dass die Pferde ihre natürliche Medizin am Wegesrand finden. Die sollen halt dafür sorgen, dass die Pferde Kräuter für ihre Atemwege, in diesem Fall jetzt hier Thymian, in dem anderen Kasten wäre Minze. Ich werde gleich auch noch Salbei anpflanzen. Wir haben auch immer ein Beet, in dem noch Knoblauch ist. Und wir versuchen auch den Pferden Ingwer hier auf dem Rundweg bereitzustellen. Neben den Pferden hat Kirsten auch verschiedene einheimische Nutztierrassen auf ihrem Hof. So wie diese weißen deutschen Edelziegen. Vor 9 Jahren kaufte sie das Anwesen. Damals war sie noch Personalreferentin in einem großen Konzern. Doch für ihren Traum vom Reitstall hat sie ihren Job aufgegeben. Für mich kein großer Wandel gewesen. Ich arbeite sehr gerne und das, was ich hier mache, das erfüllt mich auch sehr, weil ich die Ergebnisse viel schöner sehen kann, als wenn ich im Büro mit Papier arbeite. Und insofern am meisten Spaß macht es mir im Grunde, mit den Tieren zu arbeiten. Jetzt heißt es Stallarbeit statt Bürotermine. Heute lebt sie von der Vermietung von Apartments und vom Reitstall. Hilfe bekommt sie bei der Arbeit mit den Pferden von ihrer Tochter Marlene. Du brauchst nur noch das abzusammeln und dann haben wir da drin schon alles. Die beiden neuen Pferde haben mittlerweile die Boxen verlassen. Pferde sind einfach Gruppentiere und sie brauchen 24 Stunden am Tag Sozialkontakt mit Körperkontakt. Und darum ist es eigentlich nur möglich, eine Gruppenauslaufhaltung zu führen, wenn man eine artgerechte Pferdehaltung gewährleisten möchte. In wenigen Wochen will Kirsten die beiden in die Herde integrieren. Ein schwieriger Moment, bei dem es oft zu kämpfen um die Rangordnung kommt. 5 Uhr morgens. Zurück bei den Hühnerrettern im Landkreis Gifhorn. Die erstmal hier einfach
Nach der nächtlichen Befreiungsaktion hofft Jenny Breit, dass jetzt die ersten Tierfreunde auf den Hof kommen, um ihre Hennen abzuholen. Die 209 geretteten Hühner können nicht alle bei Jenny auf dem Hof bleiben. Tierfreunde bekommen die Hennen gegen eine kleine Spende. Das Gute, sie können sicher sein, dass die Hühner keine Krankheiten haben. Und Eier legen sie auch noch. Ja, sie muss unter den Stühlen weg, sonst kriege ich sie nicht. Du wolltest auch ausbüchsen? Wenn du wüsstest, was du für ein schönes Zuhause kriegst, dann würdest du nicht weglaufen. Was heißt, Die müssen sich erstmal an diese veränderten Umstände gewöhnen. Die sind natürlich gewohnt, so viele andere Hühner um sich herum, kommen jetzt in viel kleinere Gruppen, sehen natürlich auch ganz andere Sachen um sich herum. Im Garten, bei jemandem privat zu Hause, ist ja meistens mehr Betrieb als jetzt da auf dem Hof, wo jemand kommt, um die Eier zu holen, in den meisten Fällen nur. Und das sind alles neue Eindrücke, das müssen die Hühner jetzt erstmal alles kennenlernen. Auch Peter Kramann ist hier Stammgast. Heute holt er zwei Hühner. Wunderschön, die Jungs leben noch alle. Ja? Ja, ja. Oh, super. Wunderschön. Ja, durch eine Zeitungsanzeige dieser Damen, die das hauptamtlich und ehrenamtlich vor allen Dingen machen, das hat mich so berührt, dass ich mir gesagt habe, da müssen wir mithelfen. Viele der Hennen leben jetzt noch mehrere Jahre weiter. Jetzt müsste einer nur aufpassen, dass sie hier nicht wieder aus der Box rauskommen. Okay. Tom Bode nimmt immer wieder Hühner. Heute sind es gleich 25. So. 6, 3. Wo gehen die schon hin? Die gehen dann in so eine blöde Geflügelschlachtanlage. Und das will man dann ja auch verhindern. Und wenn man Platz hat, wir haben Platz, wie gesagt, dann nimmt man solche Hühner auf. Also schönen Dank erstmal. Das ist schön. Alles Gute weiterhin. Ja. Ja. Tschüss. Danke. Die Boxen sind leer, die letzten Hühner abgeholt. Guck mal, du kriegst zwei von ihnen bleiben bei Jenny auf dem Hof. Immer wieder behält die überzeugte Veganerin gerettete Tiere, die eine besondere Pflege brauchen. Sie will versuchen, sie langsam wieder aufzupäppeln und so auch ihnen ein zweites Leben schenken. Diese beiden sind an Kopf und Hintern gerupft. Jennys Befürchtung, sie könnten auch innere Probleme haben. Steckt da eben nie drin, auch wenn sie so äußerlich optisch einen guten Eindruck machen, muss man jetzt abwarten, wie sie sich entwickeln und ob da noch Probleme auftreten. Und das werden wir jetzt erstmal beobachten. Ein zweites Leben hat auch diese Kuh bekommen. Das ist Chaya. Sie gilt als verhaltensgestört und gefährlich. Na, Chaya. Guten Morgen. Zu Hause ist sie auf dem Hof von Karin Mück und Jan Geerdes in Butjadingen. Die beiden führen das Kuhaltersheim Butenland. Hier dürfen Kühe weiterleben, auch wenn sie keinen Nutzen mehr haben. Grüne Wiese statt Schlachthof. Kuschaya versucht mit dem Knurren ihre Herde zu beschützen. So hat sie aber auch Tierärzte und Besitzer vergrault. Kuschaya, Schatzi. Was ist? Kuschaya, reg dich nicht auf. Du bist doch die Beste. Du bist doch die Beste. Du bist der Chef. Du bist doch die Beste. Du bist doch mein Schatz. Ne, Schatzi? Ja, wir beide, ne? So eine Kuh gilt in der Tierhaltung als gefährlich oder nicht einschätzbar und wird dann geschlachtet. Aber sie vertraut uns ja. Sie weiß ja, dass wir ihr nichts tun. Und jetzt. Du musst wieder zum Stativ.
Ja, das Ding gehört hier nicht her, ne? Das gehört hier nicht her. Was soll so ein Scheiß hier? Finde ich auch. Ja, Shaya ist eine Kuh, die lebt im falschen Körper. Also sie meint, sie ist ein Bulle. Und das sind einfach Hormonstörungen. Und da müssen wir mit lernen, umzugehen, weil wir wissen ja auch, dass sie friedlich ist. Sie tut uns ja nichts. Und ab und zu kriegt sie mal eine Hormonbehandlung, wenn es denn zu schlimm wird. Also, dass sie sich dann querstellt, uns mit Dreck beschmeißt oder vor den Trecker angreift. 42 Kühe leben auf Hof Budenland. Vor 17 Jahren betrieb Jan Gerdes hier noch selbst Milchwirtschaft. Doch dass Milchkühe im Durchschnitt nach 5 Jahren geschlachtet werden, konnte er nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren. Er wollte, dass sie weiterleben, auch wenn sie keine Kälber mehr bekommen oder zu wenig Milch geben. Als der Landwirt die überzeugte Tierschützerin und Veganerin Karin Mück kennenlernte, schwenkte er um. Und sie gründeten gemeinsam das Kuhaltersheim. Ich habe viele Entscheidungen in meinem Leben bereut und vieles falsch gemacht, aber das war die beste Entscheidung meines Lebens überhaupt. Jetzt ist Hof Budenland eine Stiftung, finanziert sich durch Spenden und Patenschaften. Heute gibt es eine besondere Herausforderung. Es kommt eine neue Kuh. Morgens so kurz bevor der Wecker klingelt, da ist man dann schon wach und man ist schon sehr, sehr aufgeregt und gespannt, was dann, wie das wohl alles klappt, ob das funktioniert. Man weiß es ja nicht. Es kommt also eine Kuh, die wohl sehr fit ist, aber wie reagieren nachher unsere Kühe, wenn die zusammenkommen? Wie wird das dann? Was macht Shaya? Vertragen die sich gleich oder wird doch noch lange rumgerangelt? Teil einer Herde werden die neuen Pferde auf dem Hof von Kirsten schon heute. Sie hat die beiden 3 Wochen lang zunächst im Stall beobachtet. Jetzt steht die Integration im Vordergrund. So, dann machen wir jetzt hier einfach los, würde ich sagen. Gut, machst du auch. So. Ab jetzt sollen die Tiere ein Teil der Herde werden. Kirsten hat eine Osteopathin als Expertin hinzugerufen. Gemeinsam wollen sie herausfinden, warum Dynamit lahmt und die Fürstin wenig frisst. Der erste Schritt bei der Analyse, das Zusammenführen der Herde. Das ist eigentlich das Ziel, dass die neuen Pferde auf die Weide kommen, auf die anderen Pferde treffen und wie es in der Natur auch ist, erstmal so ein bisschen außerhalb der Herde bleiben müssen und sich in den nächsten Tagen so richtig mit richtigem Körperkontakt immer näher annähern dürfen. Dynamit macht den Anfang. Heute ist die Zahnärztin da. Ja, wirklich groß. Kirsten ist es wichtig, dass die Zähne der Pferde regelmäßig kontrolliert werden. Und die Zahnärztin hat schon etwas entdeckt. Das sind Spitzen, die sich ausbilden und die pieksen von innen in die Backe rein. Das kann sehr unangenehm für die Pferde sein. Und das kann sich halt auf die Rittigkeit auswirken, es kann sich auf die Futterverwertung auswirken. Ne? Und deswegen wird das dann einfach immer wieder, muss man das ein bisschen, ja, wieder gerade biegen. Und hier oben diese Zacken, die pieksen in die Backe rein. Und da hinten hat sie auch schon deutliche Schleimhautverletzungen. Ja, ein bisschen Behandlungsbedarf. Danke. Nach der Behandlung kann sich der Zustand schnell verbessern, hofft Osteopathin Vanessa Moosburger. Nur der Schiefstand der Zähne kann schon Auswirkungen haben auf den ganzen muskulären Zustand des Pferdes. Das ist wie bei uns, wenn wir mit den Zähnen knirschen, dann wachen wir morgens auch auf und haben Muskelschmerzen. Das ist genau das. Kirsten nimmt in ihrem Stall Pferde nur für lange Zeit auf. Mindestens mehrere Monate. Denn nur so kann sie die Pferde gut in die Herde integrieren, sich intensiv mit ihnen beschäftigen.
und die Zusammenhänge zwischen Reiten, Schmerzen und dem Verhalten der Pferde erkennen. Ja, da wird sich ja die Sabrina wundern. Hier oben, das könnte auch schon eine Fistel sein, die hier oben rauskommt. Das müssen wir einmal röntgen, hier, ob man diesen Zahn erhalten kann oder ob man ihn besser rausnimmt. Das ist auf jeden Fall schon ein älterer Schaden. Manchmal repariert sich der Körper ein bisschen selbst. Manchmal klappt es nicht. Am besten so, dass ich am Kabel. Kirsten zieht regelmäßig Experten für eine klare Diagnose hinzu. Sie selbst versucht im Vorfeld, die Pferde zu verstehen. Mit den Augen hören lernen ist ganz wichtig, weil Pferde nicht schreien können und kein Geräusch für Schmerzen haben. Und deswegen müssen wir sehr genau hinsehen. Und beim Hinsehen müssen wir eigentlich hinhören, weil das ist schon der Aufschrei. Sie können nur ihre Augen aufreißen, ihr Maul aufreißen oder verspannt wirken. Mehr können sie nicht tun. Und in ihrer allergrößten Verzweiflung würden sie uns vielleicht noch runterschmeißen, beißen oder treten. Aber das tun ja sehr wenige Tiere. Und deswegen müssen wir das einfach rechtzeitig wahrnehmen und gut mit ihnen umgehen. Das ist das Wichtige. Ob tatsächlich die Zahnschmerzen der Grund für die Probleme waren, muss Kirsten in den nächsten Monaten rausfinden. Zurück bei Jenny Breit im Landkreis Gifhorn. Die beiden geschwächten Hühner leben mittlerweile bei der Tierschützerin im Garten. 3 Wochen sind seit der Rettung vergangen. Die gerupften Stellen der beiden Hennen sind wieder befiedert und sie heißen jetzt Nelly und Stella. Also die beiden haben sich richtig, richtig toll entwickelt. Da bin ich auch super glücklich drüber. Es gab jetzt keine Integrationsprobleme oder irgendwelche Schwierigkeiten. Das hat richtig toll geklappt. Jenny setzte sich schon als Kind für den Schutz von Tieren ein. Vor 4 Jahren gründete sie dann ihren eigenen Verein. Jetzt bereitet sie schon die nächste Hühnerrettung vor. Sie verteilt die Hennen in ganz Deutschland. So kann sie jedes Jahr rund 3.500 Legehennen ein zweites Leben schenken. Jetzt wird's echt warm. Ein halbes Jahr später auf dem Hof von Kirsten Steinau in Bad Gandersheim. Die beiden neuen Pferde sind mittlerweile ein fester Teil der Herde geworden. Und sie können sogar wieder geritten werden. Die Zahnbehandlung war bei beiden erfolgreich. Die Fürstin hat zugenommen und Dynamit wurde der Schneidezahn gezogen. Heute sieht Besitzerin Sabina Schröer ihre beiden Tiere das erste Mal wieder. Gerade er hier hatte ja die Diagnose, dass er ja was am Bein hat. Und der Tierarzt sagt, er wüsste sowieso nicht, ob er überhaupt jemals wieder reitbar werden würde. Und dann stellte sich ja hier raus, dass das gar kein Beinproblem war, sondern eher das Zahnproblem, was diese Lahmheit verursacht hat. Ne? Da waren wir schon sehr überrascht. Ruhe und Zeit haben geholfen. Die beiden Pferde sind wieder gesund. Dass sie auch wieder geritten werden können, dafür setzt sich Kirstens Tochter Marlene ein. Ich finde, das Trensen geht auch schon viel besser. Also am Anfang hat er sich da überhaupt nicht gerne anfassen lassen und ist auch teilweise weggelaufen. Und jetzt lässt er sich das halt ohne Probleme schon aufzäumen. Im Nachhinein ist das ja auch verständlich. Genau. Wenn er Zahnschmerzen hat und Zahnprobleme, was halt keiner gemerkt hat. Kirsten hat es geschafft. Die beiden Pferde haben eine zweite Chance bekommen. Die Fürstin kann schon bald zu ihrer Besitzerin zurück. Und Dynamit wird in den nächsten Wochen wieder antrainiert. Ja, also ich freue mich ja immer, wenn sich bei einem Problem dann eine ganz leichte Lösung findet. Und wir hätten gerne schon mehr geschafft, aber arbeiten immer lieber langsamer mit den Pferden. Und so bin ich eigentlich mit dem Ergebnis sehr zufrieden, was wir jetzt haben. Und jetzt können wir langsam wieder aufbauen. Bald schon kommen die nächsten Pferde auf den Hof von Kirsten. Und die Warteliste ist lang. Eine neue Kuh auf dem Weg zum Hof Butenland in Butjadingen. Sie kommt von einem Betrieb 35 Kilometer entfernt. Dort ist Joachim Demski als Melker angestellt. Kuh Else sollte eigentlich geschlachtet werden. Er hat sie gerettet. Und die Else war von Anfang an eigentlich eine ganz liebe Kuh. Die kam immer zu mir rüber. Und irgendwann habe ich mir mal geschworen, wenn alles klappt so mit dem Umziehen und ich habe noch eine Umschulung gemacht, dann geht die Else auf keinen Fall zum Schlachter.
Else konnte keine Kälber mehr bekommen. Ohne Milch war sie für den Landwirt ohne Wert. Joachim Demski hat sie zum Schlachtpreis von 800 Euro gekauft. Eine Zeit lang stand sie alleine bei ihm auf der Wiese, keine Dauerlösung. Er suchte einen Hof, wo sie mit anderen Kühen weiterleben darf. Hi, hallo. Schönen guten Tag. Hallo. So, aufmachen. Ach Gott. Ich hab dich gar nicht gesehen. Entschuldigung. Schönen guten Tag. Hallo. So, im Moment ist sie noch sehr nervös. Oh, ich denke, das wird sie. Mach mal auf, dass sie laufen kann. Joachim Demski melkt jeden Morgen 150 Kühe. Guck mal, da. Ja, feine Maus, komm. Aber Else ist für ihn etwas ganz Besonderes. Ne? Ja, klar, die ist mir ins Herz gewachsen. Aber ich ist ja nicht aus dem, ist ja nicht weit weg hier. Ich bin in einer halben Stunde hier, wenn ich sie sehen möchte. Ich darf ja immer herkommen. Trotzdem ist sie weg. Ich habe die jeden Morgen gesehen, um 5 hat sie gebrüllt nach mir und da bin ich hin und habe sie gefüttert und ja. Scheiße. Ja, alles gut. Else ist eine von über 4 Millionen Milchkühen in Deutschland. Nur wenige bekommen wie sie ein zweites Leben nach der Nutzung. Wenn sie haben, jetzt kommt. Ja, jetzt hat sie Durst. Ja. Soll sie rein? Dabei. Aufregung im Altersheim. Die gehört jetzt zu euch. Pass auf! Schau, ja, guck mal, da hinten ist eine neue Kuh gekommen. Gehst du nicht einfach dahin und guckst mal? Das ist doch jetzt auch dein Job. Alles zeigen. Super. Besser geht's doch gar nicht. So sollte es sein, ja. So sollte es sein. Ganz toll. Jetzt ist das schon vorbei. Hat es schon erledigt. Siehste. Else hat Glück gehabt. Sie hat ein zweites Leben bekommen. So wie 209 Hühner und die beiden Pferde. Else darf ihren Lebensabend auf Hof Butenland verbringen, auf einer grünen Wiese direkt am Meer. Musik